Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement hier in dem neuen 5-Mann-Mega-Dungeon Tazavesh. Und zwar finden wir das einmal unter Dungeon-Schlachtzüge und dann hier unten unter Dungeons von Shadowlands. Hier wollen wir uns im Speziellen heute das Achievement Universal-Zerkleinerer anschauen. Und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt Zupex, den Wächter in Tazavesh, den verhüllten Markt, auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, während ihr mit 4 unterschiedlichen zerkleinerten Substanzen überzogen seid. Bevor wir das angehen können, also heißt hier einmal zum ersten Boss, das ist dieser Zupex, der Wächter, gehen, müssen wir am Anfang der Instanz uns ein paar Substanzen holen. Falls ihr jetzt nicht wisst, wie ihr zu der Instanz hinkommt, in Oriboss startet hier im Gasthaus eine kleine Questreihe, wo ihr hier ein bisschen Oriboss in anderen Gebieten rumlaufen müsst und damit kommt ihr am Ende in den Flugpunkt, wo ihr zur Instanz kommt. Wenn andere Leute das bei euch in der Gruppe aber schon gemacht habt oder haben, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr euch einfach mit einem Instanzstein, also mit einem Portstein zu Instanz porten lassen könnt. Also das ist auch dann kein Problem. Wenn ihr die Questreihe gemacht habt, habt ihr halt einen Flugpunkt vor der Instanz und könnt einfach hier hin. So, also wir sind jetzt hier gerade in die Instanz rein und hier am Anfang in dem Startbereich müssen wir uns jetzt von 4 Händlern insgesamt 4 verschiedene Items besorgen. Wo sind diese Items? Wenn wir hier reinkommen, dann gehen wir nach rechts auf dieses fliegende Boot, würde ich jetzt mal sagen. Und hier gibt es einen Händler, der schimpft sich Spielzeugverkäufer. Und dieser Spielzeugverkäufer verkauft uns verschiedene Sachen. Wir interessieren uns aber hier für ein Spielzeug, und zwar Lieblingsplüschtier. Und dieses können wir uns einmal kaufen. Das kaufen wir uns jetzt mal. Zack, da haben wir es. Kostet 100 Gold. Es gibt insgesamt von den Dingern 10 Stück, die ihr euch hier kaufen könnt. Also da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Dann hier gegenüber ist der Antiquitätenhändler, das ich noch rausbringe. Und hier können wir uns einen Leuchtstab kaufen. Den holen wir uns dann auch. Dann gehen wir hier rüber. Dort haben wir den nächsten Händler, und zwar Zuckendes Tentakel. Das können wir uns beim Fleischverkäufer kaufen. Und dann als nächstes haben wir quasi hier den letzten Händler, das ist der Obstverkäufer und der hat eine Biomelone. Übrigens, es macht Sinn, dass alle Spieler aus der Gruppe sich diese Items kaufen und ihr dann erst zum Boss rüber geht. Oder ihr könnt euch danach auch kaufen, aber es sollte jeder diese Items haben. So, was kann man mit den Items machen? Ihr könnt die anklicken und quasi auf den Boden schmeißen, ne? Wenn ihr eins schmeißt, dann haben die Dinger eine Minute Abklingzeit. Heißt, ihr solltet die ein bisschen mit Bedacht schmeißen. Ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in den Try rein, wo es bei mir geklappt hat. Wir haben ein paar Tries machen müssen, um so ein bisschen zu gucken. Und zwar, am Anfang ist es so, dass ihr am besten den Boss so ein bisschen in eine Ecke zieht, cleart den kompletten Trash, also sowohl hier auf der Seite als auch auf der Seite, cleart es komplett weg, denn es macht Sinn, dass ihr euch ein bisschen weiter verteilt, beziehungsweise dass der Boss dann weitere Wege hat, wenn er einen Spieler anvisiert und den häckselt. Es ist nämlich so, dass nach ein paar Sekunden hier ein Spieler anvisiert wird, der kann dann noch ein Stück weglaufen und der Boss CC't ihn dann. Und wenn der CC't ist, kann er sich nicht mehr bewegen und der Boss läuft mit seinem Häckseln auf ihn zu. Das ist dieses Verhörgedönse, was er jetzt macht. Da packt er einen in CC, seht ihr? Und jetzt macht er dieses Zerhäckseln vor sich und jetzt können wir diese Sachen da reinschmeißen. Und wenn der Boss die damit zerhäckselt, dann werden die klein gemacht und wenn ihr in diesen Kreisen drin steht, bekommt ihr hier die Buffs. Seht ihr das? Ich habe jetzt 3 von diesen Debuffs. Und Ziel ist es, dass jeder Spieler am Ende von dem Kampf alle 4 Debuffs einmal hat. Wir haben das so gemacht, dass wir uns ein bisschen abgesprochen haben. Und zwar, jeder Spieler aus der Gruppe, bis auf ich als Tank, hat quasi eins von diesen Icons zugewiesen bekommen. Also Plüschtier, Stäbchen, Melone oder dieses Fleischding. Und das soll er dann reinschmeißen, wenn einer verhört wird. Ein bisschen problematisch ist tatsächlich das, dass quasi ein Spieler ja anvisiert wird, der wird dann quasi in diesen Käfig gepackt und kann es nicht mehr werfen, beziehungsweise er kann theoretisch noch kurz vorm Boss das schmeißen, bevor er eingecatcht wird, ist aber ein bisschen knapp. Und ich als Tank habe halt dann einfach so ein bisschen den Backup gemacht. Und ihr seht, hier wird dieses kleine Elec zusammengeschreddert und dann kann man es einsammeln. Normalerweise kann man in einem Schreddern, wenn man es gut macht, die komplette Gruppe hier mit allen 4 Dingern versehen. Die Geschichte ist, es ist ein bisschen schwieriger als der Spieler, der quasi eingecatcht ist, also sich nicht bewegen kann, dann dementsprechend die Sachen aufzusammeln,
weil ja, er kann sich nicht bewegen und dementsprechend, wenn man Glück hat, landet es auf ihm. Deswegen war es bei uns tatsächlich auch so, dass wir ein paar mehr von diesen Zerhäcksel-Dingern gebraucht haben, um dementsprechend auf alle Spieler diesen Debuff drauf zu kriegen. Ich habe es jetzt relativ schnell geschafft. Ich glaube, bei uns war es noch so, dass der Heiler ein paar nicht abbekommen hat. Bei uns war es auch teilweise die Geschichte, dass zwei- oder dreimal hintereinander derselbe quasi hier so eingecaged wurde und dementsprechend hatte der Spieler dann immer so ein bisschen die Schwierigkeiten. So ein kleiner Tipp am Rande, ich kann mal ein bisschen vorskippen, wir haben es relativ lang gespielt, einer ist bei uns gestorben und hier ist es tatsächlich so, dass solange er nicht geretzt wird, zählt es, dass er alle Buffs drauf hatte. Also wir haben trotzdem das Achievement bekommen, obwohl ein Spieler gestorben ist. Es müssen aber alle Spieler, ihr seht hier unten ist das Achievement noch rot, es müssen alle Spieler im Kampf einmal die Buffs gehabt haben. Wir haben ihn dann auch nicht geretzt, weil wir wissen nicht, ob es dann vielleicht rumbuggt, ne? Also sprich, haben sobald dann der Letzte alles hatte, ihr seht, jetzt ist hier unten das Achievement weiß, obwohl hier der eine Spieler gestorben ist. Und da müssten wir irgendwo dann den Erfolg bekommen haben. Genau, ihr seht, also der eine Spieler war tot. Wir haben trotzdem alle den Erfolg bekommen. Das klappt. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wenn ihr den Spieler retzt und der dann quasi wieder keine Debuffs habt, ob dann nicht zählt. Also wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann solltet ihr vielleicht lieber so machen, dass ihr dementsprechend, dass ihr dementsprechend den Spieler liegen lasst, solange der zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, alle von diesen Debuffs hat. Und wie gesagt, ihr müsst halt dann in diese Kreise gehen, dass ihr die Debuffs bekommt, ne? Also da ein bisschen moven, das ist aber relativ einfach. Wir haben, glaube ich, 5 oder 6 von diesen Zerhäckseln gehabt, einfach weil sich einer ein bisschen schwer getan hat, die letzten Kreise noch einzusammeln. Das ging aber alles ohne Probleme. Solltet ihr es ein paar Mal verkackt haben und dann dementsprechend keine so Früchte mehr haben, ihr könnt nämlich nur eins mitnehmen, diesen einzigartig, müsst ihr halt einmal euch ablegen, resetten kann man den Boss leider nicht und halt nochmal hier Früchte kaufen. Wenn ihr über 10 Mal das verkackt habt und hier kein Zeug mehr da ist, dann müsst ihr halt die Instanz resetten, einfach raus, resetten, wieder rein. Das ist auch keine Schande, lang dauert es ja nicht, den Trash hier umzuhauen. Übrigens, wenn ihr den Spieler aus diesem Käfig raushaut, dann hört der Boss dieses Zerhäckseln auf. Deswegen haut das Ding ein bisschen low, lasst ihm alle Sachen zerhäckseln und erst dann, wenn der Boss fast dran ist, haut den Spieler raus oder wenn der Boss zumindest alle von den Sachen, die ihr in die Linie geschmissen habt, zerstört hat, dann haut ihn erst raus, sonst zerhäckselt er das Zeug halt einfach nicht, ne? Und ja, gut, das sind alle Sachen, die ich euch dazu sagen kann. Ich drücke euch die Daumen, dass das bei euch ein bisschen schneller klappt als bei mir. Wir haben hier tatsächlich ein paar Tries gebraucht, aber mit dem Wissen, das ich euch jetzt hier mitgegeben habe, sollte es eigentlich kein großartiges Problem sein. Gut. Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.